Hallo, hier ist Quert von pocketpc.ch und heute vergleichen wir einmal die Browser von Windows Phone 7 und Android. Das ist beides circa die gleiche Hardware, einmal das Nexus One mit Android und einmal das HTC 7 Mozart. Beides ein 1 GHz Snapdragon Prozessor, 512 MB RAM, die gleiche Displaygröße, die gleiche Grafikeinheit. Deswegen relativ gut zu vergleichen. Wir schauen uns hier einfach einmal die Browser an. Man kann hier direkt sehen, dass die Browser unterschiedlich sind. Unter Internet Explorer haben wir hier oben diese Leiste immer und diese Leiste hier unten auch. Und unter Android verschwindet die, je weiter man auf die Webseite reinzoomt, also hinunterscrollt. Wir können jetzt mal schauen, welche Website schneller, welcher Browser schneller Webseiten aufmacht. Wir gehen hier einfach mal auf PocketPC.ch. Dazu muss man aber sagen, dass das Android auch Flash darstellen kann. Und deswegen zum Teil die Ladeanimationen länger dauern. Aber hier müsste eigentlich gerade keine Flash-Anwendung eingebaut sein, vielleicht unten im Werbebanner. Aber wie ihr seht, war das Android-Handy deutlich schneller beim Laden. Pinch to Zoom ist ein wenig hakelig. Das liegt an dem Flash. Ohne Flash funktioniert das relativ schnell. Aber das Pinch to Zoom unter Windows Phone 7 ist deutlich schneller. Also das... Da kann auch das Android mit oder ohne Flash nicht mithalten. Und das geht hier 1A flüssig. Also wenn nicht sogar flüssiger als beim iPhone. Und das ist eigentlich bisher immer mit der, ja, der Branchenprimus gewesen im Zoom. Wir können jetzt hier auch einmal auf den Artikel klicken. Wir haben jetzt hier nicht gerade den gleichen erwischt. Aber ihr seht halt hier, dass wir durch das Flash unsere YouTube-Videos auch angezeigt kriegen können, direkt im Browser. Das funktioniert halt momentan nur auf Android. Und der gleiche Artikel sieht unter Windows Phone 7 so aus. Der Text ist ungefähr gleich, hier ist der Umbruch ein bisschen anders. Aber wenn man hier näher ranzoomt, wird der Umbruch hier auch ein wenig anders. Und YouTube-Videos werden so angezeigt. You need to upgrade your Flash Player. Und hier bei uns und mit Android klicken wir einfach auf Play und das Video wird gestartet. Man kann aber auch das Video direkt hier auf der Website starten lassen. Dann gehen wir nochmal auf eine andere Seite. Gehen mal auch einmal auf heise.de zum Testen der Geschwindigkeit. Das Ganze ist im WLAN, im gleichen WLAN. Es liegt also nicht an irgendwelchen UMTS-Verbindungen. Das Android ist jetzt fertig. Das Windows Phone 7 Gerät ist jetzt fertig. Hier haben wir natürlich beim Android wieder die Flash-Werbung hier oben, wie man sehen kann. Ansonsten, das Zoom geht hier sehr schnell. Unter Android, es funktioniert, aber nicht so schnell wie im Windows Phone 7. Schauen wir uns einmal die Einstellungen der verschiedenen Browser einmal genauer an. Da haben wir hier, wie gesagt, hier oben haben wir die URL-Bar. Hier unten haben wir einmal zu Favoriten hinzufügen, aktuelle Favoriten anschauen und einmal die Tabs. Die können wir dann schließen oder einen neuen Tab erstellen. Auf den Punkten kommt man zu weiteren Einstellmöglichkeiten, können wir einmal vorwärts, Seite versenden, auf Seite suchen, auf Startseite oder Einstellungen. Die Einstellungen, die wir machen können, sind Cookies auf meinem Handy zulassen, Bing beim Eingeben, Websites vorschlagen lassen, die Website-Einstellung, ob es die Handy-Version angezeigt werden soll oder eine Desktop-Version und man kann den Verlauf löschen. Das war es auch schon, was man hier einstellen kann in dem Browser. Und unter Android kann man da deutlich mehr einstellen. Jetzt habe ich hier schön auf die Werbung geklickt von Dell. Man kann hier, wenn man auf die Menütaste drückt, neues Fenster machen, die Lesezeichen sich ansehen. Man kann die Tabs einfach angucken, so wie bei Windows Phone 7 auch. Man kann die Seite aktualisieren, vorwärts oder rückwärts gehen. Unter mehr kann man noch Lesezeichen hinzufügen, nochmal. Auf der Seite suchen, Text auswählen, die Seiteninfo anzeigen, einen Seitenlink weiterleiten, die Downloads anschauen. Und unter Einstellung kann man relativ viel machen, die Textgröße, Standard-Zoom-Seitenübersicht, Pop-Ups, Bilder laden und so weiter. Plugins, JavaScript, Plugins ist relativ wichtig.
Denn man kann hier einstellen, dass man das Flash nur nach Bedarf immer an- oder aushaben möchte. Ich würde hier nach Bedarf empfehlen. Und dann kann man, nachdem man das Handy einmal neu gestartet hat, das habe ich jetzt vor diesem Video nicht gemacht, dann kann man, werden die Flash-Banner nicht automatisch geladen, sondern man kann auf sie klicken und dann werden sie erst geladen. Das heißt, das Pinch-to-Zoom wird auch deutlich schneller. Man kann Seiten im Hintergrund öffnen, Startseiten, Verlauf, Cache und sonstige Daten löschen, Passwörter, die Suchmaschine festlegen oder zurück auf Standard einstellen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Channel oder besucht uns auf www.pocketpc.ch. Vielen Dank!